Ich begrüße alle Anwesenden, die hier präsent sind zur Vosges-Konferenz 2024 in Hamburg und auch die Online-Teilnehmenden. Die Zahlen, die ich nicht auf der Folie habe, die wurden mir vorhin nochmal durchgereicht. Wir sind deutlich insgesamt über 1000 Teilnehmende, die sich angemeldet haben, 680 als Präsenzteilnehmer und dann nochmal über 400, die ein Online-Ticket gebucht haben. Also eine sehr, sehr große Konferenz wieder einmal. Genau, und da wir Online-Teilnehmende haben, den Hinweis nehme ich nochmal vorweg, müssen wir uns auch bemühen, das Programm richtig und ordentlich einzuhalten. Das heißt, natürlich sollte jeder Vortragende in den Sessions sowieso pünktlich fertig sein. Und wir beginnen dann auch immer pünktlich mit den Folgevorträgen. Wenn mal irgendwas früher zu Ende ist, wird es dann wahrscheinlich eine kleine Pause geben. Und dann gucke ich mal, wie es hier weitergeht. Ganz offiziell ist ja auch immer der Start mit dem Dank an alle, die die Konferenz möglich gemacht haben. Wir beginnen auch traditionell mit den monetären Helfern, sag ich mal, den Sponsoren der Konferenz. Da gibt es wieder eine ganze Menge. Ich werde das wieder nicht ordentlich timen können, dass alle gleichberechtigt sind, aber die Sponsoren tauchen ja auch überall auf. Viele davon sind auch im Ausstellerbereich zu finden. Und dazu wurde ich auch noch gebeten zu sagen, dass einige Sponsoren direkt vorne, wenn man reinkommt, nicht zu übersehen sind. Es aber noch weitere Räume gibt, wo Ausstellerstände sind. Zwei waren unten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch im Gang verteilt und einer hier auf dieser Ebene oder einen höher noch sogar. Und als Anreiz, auch dahin zu gehen und sich zu informieren, was die Sponsoren anbieten, bietet die Konferenz in den Räumen auch ein Catering an. Also die Schlangen sind da vielleicht ein bisschen kürzer als unten. Wenn es gut läuft, sind sie da mindestens genauso voll wie unten. Also bitte auch alle mal in den Pausenzeiten durch die anderen Räume schlendern und gucken, was hier noch so an Informationen angeboten wird. Okay. Genau, dann haben wir noch Sponsoren, die nicht ins Portemonnaie gegriffen haben, vielleicht auch in die private Tasche, die aber sehr, sehr viel Zeit geopfert haben, damit die Konferenz ermöglicht wird. Ich will mal gar nicht von Katja reden, tue ich jetzt doch, die auch sehr viel Zeit darauf verwendet hat, wieder den Konferenzstandort überhaupt zu finden und das alles zu organisieren. Dann haben wir natürlich das Programmkomitee, das den Call for Papers gemacht hat, das die eingereichten Beiträge ausgewählt hat und auch das Programm zusammengestellt hat. Die Presse und Öffentlichkeit, die Helferinnenkoordination und die ganzen Drucksachen, Workshops, Organisation, Programmheft, Tagungsband und so weiter. Da stecken schon viele, viele Stunden Arbeit dahinter. Das haben wir auch nirgends erfasst. Das wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr große Zahl. Und wir haben sogar dieses Jahr geschafft, für einige Bundesurlauber, Bundesländer Bildungsurlaub zu ermöglichen für die Konferenz. Ich denke, das wird dann auch nächstes Jahr vielleicht wieder ein bisschen einfacher klappen. Also wer da Interesse dran hat, das zu nutzen, kann das auch. Nicht überall, das ist ja alles Ländersache, aber teilweise funktioniert das schon. Dann habe ich hier nochmal ein paar Namen, ganz konkret von der lokalen Universität, an der wir sind, an der TU Hamburg-Harburg. Annette Hagel-Ruscher vom Institut für Verkehrsplanung. Dann steht hier noch mit Namen genannt Herr Fricke von der Raumvergabe, mit dem wir alles sehr viel und fein planen mussten, was, wo, wann, wie stattfinden kann. Hat dann am Ende ja auch sehr gut geklappt. Und natürlich auch die für uns besetzten Pförtnerlogen in den Häusern, die Hausmeister, die da sind, wenn irgendwas nicht schief läuft. Und das Eventmanagement von der TU, die uns auch unterstützt haben und hoffentlich auch weiterhin unterstützen werden. Davon gehe ich mal aus. Wir haben 70 Helfertickets vergeben. Also wer sich als Helfer verdingt auf der Konferenz für die Videositzungen, für die Sessionleitungen,
konnte auch Tickets für die Konferenz kriegen. Wenn man helfen möchte, muss man sich im Engel-System anmelden. Das ist eine extra Seite, wo die ganzen Sessions aufgeführt sind. Und dann kann man sich da was raussuchen, wo man gerne dabei sein möchte, moderieren möchte, Videoaufnahmen machen möchte. Und wie jedes Jahr fehlen auch jetzt bei der Eröffnung der Konferenz noch ein paar Helferinnen, die vielleicht eine Sessionleitung übernehmen. Und genau, wer da noch Lust und Zeit hat und sich ein bisschen engagieren möchte, kann auf die Konferenz-Homepage gehen. Da gibt es dann irgendwo den Link zum Helfen und dann gibt es den Link, wo man gucken kann, wo noch Hilfe gebraucht wird. Und sicherlich ist aber auch der Helpdesk dabei, Ihnen oder euch zu helfen, wenn ihr das nicht von alleine schnell findet und da ein bisschen durchgeführt werden wollt. Also da würden wir uns sehr freuen, wenn es noch ein paar Leute gibt, die sich sofort melden, damit wir vor den Sessions nicht wieder durch die Hörsäle laufen müssen und Bekannte fragen müssen, die sowieso immer viel tun. Kannst du noch mal schnell dahin springen und was helfen? Okay. Dann noch mal kurz was zum Foskis-Verein. Da würde ich jetzt gerne mal fragen. Es sind ja noch gar nicht alle 680 Teilnehmenden hier. Die kommen wahrscheinlich alle noch. Wer ist denn im Foskis-Verein aktiv, als Mitglied oder Nichtmitglied? Das ist mir egal. Das sind ja schon mal ungefähr so viel, wie ich erwartet habe. Und wer ist das erste Mal auf einer Foskis-Konferenz dabei? Das würde mich auch nochmal interessieren. Das ist ja cool. Das sind deutlich mehr als Vereinsaktive. Sehr schön. Also wir wollen ja auch eine gewisse Außenwirkung damit erzielen. Und es lohnt sich natürlich dann auch, diesen Verein, unseren Verein nochmal vorzustellen. Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Das Vereinsziel ist die Förderung von freien Geodaten und von freier Geoinformationssoftware. Wir sind das offizielle Local Chapter der OSGeo, also der Internationalen Vereinigung für freie Software und freie Geodaten. Viele Local Chapter sind auf Länder begrenzt. Wir haben das auf den Sprachraum ausgedehnt. Also wir verstehen uns als Local Chapter für Deutschland, Schweiz und Österreich. Und wir sind außerdem auch Local Chapter der OSMF, also vertreten auch die OpenStreetMap-Community in gewisser Weise. Dazu wird es aber auch noch mehrere Vorträge geben im Laufe der Konferenz. Und wir sind schon bei der 21. Konferenz, sehe ich gerade. 2003 war die erste offizielle Foskis-Konferenz, die jedes Jahr an anderen Orten stattfindet. Und wer es bis zum Ende durchhält, wird dann beim Abschlussvortrag auch erfahren, wo wir uns nächstes Jahr wieder treffen können. Das ist immer die große Spannung. Wir haben eine Homepage, die ist nicht besonders schön, aber sie funktioniert und man findet alle Informationen, wo auch immer News bereitgestellt werden. Da sind jetzt ein paar Screenshots. Vielleicht noch eine Besonderheit für die jetzt hier so reingeschlittert sind und sich auch in dieser Open Source und Open Data Community noch nicht so auskennen. Es gibt seit einiger Zeit eine Dienstleisterliste, wo man gucken kann, ich brauche einen Dienstleister für dieses oder jenes und möchte aber jemanden haben, der möglichst mit Open Source Software arbeitet. Dann kann man da reingucken und das inzwischen auch filtern nach verschiedenen Bereichen, wer sich da so anbietet. Und man kann sich auch, wenn man selber Anbieter ist von Dienstleistungen, auf dieser Liste setzen lassen. Wie das funktioniert, steht alles weiter unten auf der Seite. Das kann ich jetzt hier nicht scrollen, weil es da nur ein Screenshot ist. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, Treffen, die der Foskis so im Laufe des Jahres veranstaltet, ist vielleicht übertrieben, fällt mir gerade das richtige Wort nicht ein, die stattfinden. Das eine ist vielleicht die Vorstandssitzungen, die einmal im Monat stattfinden, die sind öffentlich und online, da kann jeder gerne mal dazukommen und reinhören, wenn es besondere Anliegen gibt, auch gerne davon erzählen. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, die sich regelmäßig treffen, die sind auch auf der Homepage ausgeführt.
Und dann gibt es auch noch die Veranstaltungskalender, wo verschiedene andere Termine, die vielleicht nicht nur vom Foskes gemacht werden, aufgeführt sind. Das ist auch alles noch weiter in Ausarbeitung und wird sicherlich immer voller und schöner werden mit noch mehr Infos, die man da bekommen kann. Dann gibt es Mailinglisten, die wir betreiben. Die Foskes Talk ist sehr aktiv. Da werden aktuell sehr viele Kugelsfragen gestellt, aber und auch beantwortet natürlich. Also wie immer Open Source Mailinglisten ein sehr freundliches Miteinander. Man kann Fragen stellen, die einem vielleicht blöd vorkommen, aber meistens sind sie ja nicht blöd und sie werden auch freundlich beantwortet. Die Foskes Talk Liste ist dann aber auch für allgemeine und andere Fragen zuständig und die werden da auch gestellt und diskutiert. Und dann natürlich heutzutage notwendig haben wir auch diverse Social-Media-Kanäle. Oder hier ist es noch der Matrix-Chat. Ich glaube, die ganzen Social-Media-Kanäle, Mastodon und so weiter, kommen hier auf den nächsten Folien. Mit dem Hashtag könnt ihr auch gerne während der Konferenz irgendwas veröffentlichen und posten. Und einige haben das vielleicht schon auf den Infoscreens gesehen. Da läuft unten immer so ein kleines Bändchen mit Infos drauf. Vielleicht kann man sich da selber dann auch auf einem der Bildschirme sehen mit dem Post, den man gerade gemacht hat. Das ist, glaube ich, alles weitgehend automatisiert, sodass man auch sehen kann, was da so los ist. Genau, hier noch das Chaos Social mit dem Foskes Tech Hashtag. Genau, das war als kurze Vorstellung. Wer mehr zum Verein wissen will und zur Konferenz, wird sicherlich in den ein oder anderen Gesprächen in der Pause was mitkriegen. Vielleicht wird in Vorträgen was erwähnt. Heute Abend das Social Event ist dafür sicher auch eine gute Gelegenheit, mehr zu erfahren und Kontakte zu knüpfen. Und für konkrete Anliegen gibt es dann ja auch noch den Foskes-Stand unten direkt im Foyer, der Helpdesk, wo auch Vereinsmitglieder sitzen und gerne Auskunft geben zum Verein und zu Fragen, die ja vielleicht vor Ort auftauchen. Jetzt kommen noch ein paar organisatorische Folien. Ich hatte gerade schon die Abendveranstaltung erwähnt. Die findet im Hotel Lindner statt. Das ist, ich habe hier die Orientierung verloren, aber vom S-Bahnhof aus gesehen noch ein bisschen weiter weg in die andere Richtung, die Straße runter, da fährt auch ein Bus hin und wir haben auch die Yoki Shuttle als Sponsoren gewinnen können und sie haben uns zugesagt, dass man dann, wenn man da wieder weg will, einen dieser Shuttle buchen kann, um, ich weiß nicht wie weit, ob bis nach Hamburg, aber zumindest wieder bis zum S-Bahnhof oder vielleicht auch bis zum Harburger Hotel kommen kann. Es gibt verschiedene Exkursionen. Ich weiß nicht, ob da noch Plätze frei sind. Müssen wir mal gucken, wenn es Sie noch interessiert, wenn Sie Zeit haben. Genau, und nochmal zum Verein. Auch traditionell, wir können es da zum Glück wieder in Präsenz machen, gibt es dann morgen Abend die Mitgliederversammlung des Foskes-Vereins. Die beginnt um 19 Uhr, steht auch im Programm drin. Auch da sind Gäste willkommen, kann man auch mal gucken, was da so besprochen und geredet wird, wie so die Stimmung ist. Und dann bin ich auch schon fast am Ende mit dem Programm der Foskes. Am Freitag gibt es wieder ein Jeopardy, das glücklicherweise stattfindet mit kleinen Gewinnen. Und ganz zum Ende noch ein Sektempfang zum Feiern der sehr wahrscheinlich erfolgreichen Konferenz um 16.30 Uhr. Die Konferenz ist dann auch nicht ganz zu Ende. Nur der Foskes-Teil, wie üblich gibt es dann noch den OSM-Samstag als Ankonferenz, was auch hier stattfindet und wo dann diverse OSM-Themen besprochen werden, diskutiert werden und vorgetragen werden. Also eine volle 4 Tage, die wir jetzt vor uns haben, inklusive heute. Dann habe ich hier noch eine Folie bekommen zur Pausenversorgung. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Die Mensa ist nicht so riesig, 300 Plätze. Wir haben auch nicht für alle Essensmarken bereitstellen können. Aber nutzt bitte die gesamte Mittagspause, um verteilt hinzugehen, damit das da nicht
allzu voll wird und dass es Getränke, Kaffee, Snacks in den Pausen nicht nur unten, sondern auch in den zusätzlichen Räumen gibt, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Genau. Was haben wir hier noch? Genau, ein paar allgemeine Hinweise. Die Hamburg Tourismus GmbH ist auch an der Vosges-Konferenz interessiert. Ist ja auch kein Wunder, wenn wir hier so viele Leute in die Stadt holen. Und da wird es in den Pausen eine Befragung von Teilnehmenden geben. Also nicht, dass sie da überrascht sind und denken, was will der hier, dem sage ich nichts, sondern das ist schon ganz offiziell und angemeldet. Und da bitte dann auch gerne die Zeit nehmen, die Fragen zu beantworten. Für die Fragen, die ihr selber stellen wollt, wenn in Vorträgen was auftaucht, würden wir es bevorzugen wir es, wenn die Fragen online gestellt werden, damit wir auch die Online-Teilnehmenden integrieren können. Dazu gibt es dann, wenn wir soweit sind, hier dürfen ja jetzt gerade keine Fragen gestellt werden, aber wenn es dann soweit ist, haben wir in den Hörsälen QR-Codes, wo man dann schon auf der richtigen Seite landet, wenn man den abscannt und dann da seine Fragen tippen kann, die dann von der Sessionleitung am Ende des Vortrags gesammelt mit den Fragen, die von den Leuten, die zu Hause sitzen, an die Referenten gestellt werden. Und dann nochmal der Hinweis, kommt auch von der TUHH selber, es sind halt öffentliche Gebäude hier. Wir haben für die Hörsäle und Veranstaltungen eine Kontrolle, also den Badge sollten alle dabei haben. Aber letztendlich kann natürlich hier jeder durch die Gebäude rennen und achtet auf eure Taschen, Notebooks und alles andere, nichts irgendwo liegen lassen. Aber das kennen wir auch schon von anderen Konferenzen, das ist ja eigentlich immer so, wenn wir an der Uni sind. Jetzt sollte ich noch mindestens zwei Sachen sagen, glaube ich. Das eine war das mit der Ausstellern. Dann habe ich irgendwie erfahren, dass es in den nächsten Tagen mal wieder einen Verdi-Streik geben soll. Kann also sein, dass morgen die Busse hier hoch nicht fahren oder nicht alle Busse fahren, dann vielleicht für die Anreise ein bisschen Zeit einplanen, die 15 Minuten vom Bahnhof, S-Bahnhof Harburg-Rathaus hier hochzulaufen. Und ich glaube, das war's, was mir noch so mündlich reingereicht wurde. Gut, das zum Organisatorischen vom Verein aus, von der Konferenzorganisation. Und dann würde ich jetzt an die beiden Ortskundigen übergeben. Und beginne mit Heike Fleming von der TUHH. Ich mache dir mal hier den muss man vielleicht anmachen. Ah. Das? Das in die Hand? Ja. Herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich sehr, dass der Sprung nach Hamburg gelungen ist und noch viel mehr, dass der Sprung über die Elbe geglückt ist, weil normalerweise Hamburg heißt immer nördlich der Elbe. Wir sitzen hier südlich der Elbe. Der eine oder andere hat den Sprung ja vielleicht heute Morgen gemacht. Die anderen kommen vielleicht sowieso aus dem Süden. Und idealerweise seid ihr auch alle hier im südlichen Raum gehotelt. Damit es tatsächlich auch nachher gelingt, die anderen Tage hier zu bewältigen. Ansonsten sage ich nur, der HVV hat ein super System. Es gibt Leihfahrräder, es gibt Scooter, sodass man vielleicht auch noch auf alternative Transportmittel ausweichen kann. Ich begrüße heute hier im Namen der TU als Vertreterin des Instituts für Verkehrsplanung und Logistik. Ist mir immer wichtig, dass beide Sachen genannt werden, weil tatsächlich... Das andere kann ich nicht aufhalten mit der Brille. Ja, das hat eben nicht funktioniert. Nicht mit der Brille das. Richtig doll dranhalten. Richtig dicht dranhalten. Gut. Genau, als Institut für Verkehrsplanung und Logistik sind wir natürlich auf beiden Seiten total interessiert an GIS-Fragestellungen, nämlich sowohl aus der logistischen Perspektive als auch aus der verkehrsplanerischen Perspektive.
Und aus der wissenschaftlichen Perspektive freuen wir uns total, dass die Vosges hier ist, weil gerade natürlich Open Source, Open Data für uns zentral ist in der Wissenschaft, um das weiterzuentwickeln. Ja, ich bin vom Präsidium auch gebeten worden, noch ein paar Sätze zur TU selbst zu sagen. Wir sind ja noch nicht ganz so alt, inzwischen schon 40 Jahre. Und das Interessante ist, wir sind ja mal im Binnenhafen entstanden, sind jetzt hier nach oben gezogen in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren, haben jetzt wieder viele Außenstellen im Binnenhafen. Wer also keinen Exkursionsplatz bekommen hat, lade ich Sie ein, noch mal runterzugehen auf die andere Hälfte von unserem Campus. Ist sehr schön anzusehen. Wir sind rund 100 Professorinnen und Professoren mit einem Schwerpunkt auf den Ingenieurwissenschaften und darin aber doch auch insgesamt sehr interdisziplinär und mit einem hohen Hang zur anwendungsorientierten Forschung, komme ich später nochmal drauf, die sich sowohl an die Wirtschaft widmet, als eben auch Transfer, wir haben einen sehr starken Start-up-Doc. Rund ein Drittel von dem Budget, was wir hier umsetzen, sind Drittmittel finanziert. Das heißt, auch hier sind wir eben sehr stark unterwegs und meistens zusammen, sehr interdisziplinär und sehr, sehr stark zusammen eben auch mit den Unternehmen. Unser Kerngeschäft ist das Studium. Wir haben verschiedene Studiendekanate und bieten insgesamt 16 Bachelorstudiengänge an, wo wir inzwischen in zwei Studienprogrammen auch GIS pflichtmäßig verankert haben und darüber hinaus einen Haufen Masterprogramme. Wie geht es mit so wenig Personal? Natürlich mit guter interdisziplinärer Forschung, wo wir eben auch die unterschiedlichen Studierenden zusammenführen. Unser Highlight ist sicherlich, unsere Highlights in der Forschung ist, dass wir auch inzwischen ein sehr starkes, sehr altes Programm inzwischen auch duales Studium haben, also nicht nur so, wie man es eigentlich von Fachhochschulen kennt, sondern auch hier ist es möglich, eine Ausbildung zu machen im Unternehmen und gleichzeitig bei uns zu studieren. Das alles passiert inzwischen alles Project, Problem oder auch Challenge-Based Learning, also immer anhand von realen Herausforderungen zu gucken, wie sind eigentlich die idealen Lösungen. Das endet bei uns da alles nicht, sondern Sie können anschließend noch ein MBA bei uns machen, wie der dann immer zusammen ist mit der technischen Fachdisziplin, die man bei uns im Master studieren kann. Darüber hinaus engagieren wir uns sowohl bei der HU, also die Integration von öffentlichen Lehrangeboten in einer Plattform aus Hamburg und auf der anderen Seite in der ICIU, das Gleiche quasi auf europäischer Ebene. Unsere Lehre lebt tatsächlich von der Forschung. Wir sind organisiert in 5 Forschungsfeldern. Diese Forschungsfelder sind eingegrenzt dadurch, dass wir sagen, okay, was ist eigentlich, dass wir uns jedes Mal fragen, was ist eigentlich unser Impact für die Gesellschaft, für die Umwelt? Und auf der anderen Seite, was sind eigentlich unsere verbindenden Methoden für die Forschung und die Entwicklung? Diese 5 Forschungsfelder spiegeln sich dann letztendlich in der Arbeit selber in Forschungsschwerpunkten wieder. Und ich habe mal die 3 rechts ein bisschen eingekreist, weil das sind eigentlich die, die mit GIS auch am nächsten in Berührung kommen und wo wir letztendlich auch viel mit Daten und Informationstechnologien arbeiten, die den Raum abbilden. Ich sagte schon, wir haben sehr viele Ausgründungen hier. Dafür haben wir seit 90er Jahren die TUTECH GmbH, die die Basis dafür gelegt haben, dass wir sehr früh auch in der Lage sind, Patente anzumelden, wie eigentlich Förderberatung geht etc. Inzwischen sind ein Haufen anderer, ich nehme mal an, Töchter entstanden, wie das Startup Doc, BioPilot und Hamburg Innovation, die sich unter dem TUTECH-Dach sammeln und die uns ermöglichen, auch eben sehr anwendungsnahe, unternehmensbezogene Forschung durchzuführen, die ein bisschen anders abzuwickeln ist als die reine Forschung für Bundesministerien oder die EU oder die DFG, Deutsche Forschungsgesellschaft. Was uns ganz wichtig ist, ist, wir heißen jetzt Technische Universität Hamburg, verortet in Harburg, aber letztendlich machen wir Forschung für Hamburg und die Metropolregion. Und insbesondere hier an diesem Standort ist es super wichtig, gerade die nachhaltige Mobilität und Logistik voranzutreiben, wenn man das ernst meint, wenn man was tun möchte hinsichtlich des weiter voranschreitenden Klimawandels und möglicher Vermeidungsstrategien. Gleichzeitig wissen Sie, dass wir hier ein großer maritimer Standort sind und natürlich auch mit Airbus ein großer Luftfahrtstandort, auch unser Flughafen ist nicht zu unterschätzen. In dem Sinne ist es ein ziemlicher Spagat, den wir hier eigentlich leisten müssen, aber dennoch hat sich die TU rübergeschrieben auf ihre Fahnen,
woran wir eigentlich alle zusammen forschen wollen, ist eigentlich Engineering to Face Climate Change, zu gucken, dass wir sowohl die Vermeidungsstrategien als auch die Frage, wie wir eigentlich mit dem zukünftigen Impact durch die Veränderungen umgehen können. Und ganz klar ist, dass wir das nicht alleine können, sondern dass es nur in Zusammenhang mit der Wirtschaft und der Gesellschaft in Hamburg geht und dass, wenn wir uns angucken, was in den letzten Jahren passiert ist, natürlich müssen wir Digitalisierung auch immer noch mal kritisch reflektieren hinsichtlich der Energieverbräuche etc. Aber wir sehen eben auch, was für einen positiven Impact die Digitalisierung auf die Optimierung der Systeme hat. Und aus meiner Perspektive, ich bin die Logistikerin aus dem Institut für die Logistik. In dem Sinne arbeiten wir da daran, dass wir die Ingenieurwissenschaften quasi weiter digitalisieren. Das ist dann auch der Übergang hier zu Ihrer Konferenz. Ich freue mich total, dass Sie ihr alle den Sprung geschafft haben. Wie die Konferenz läuft und was hier vor Ort passiert, haben wir nur bedingt mit beeinflusst. Deswegen mache ich das heute mal andersrum und bedanke mich heute im Namen meines Institutes bei unserer goldenen Perle, die sich dafür eingesetzt hat, dass sie quasi die Voraussetzung geschafft haben, dass sie heute überhaupt sein können und dass wir die Räume haben. Vielen Dank, Annette Hagel-Ruscher. Und dann habe ich noch, ich habe vorhin Ole ganz hinten gesehen, ich weiß nicht, ob der da noch sitzt oder sind die Jungs inzwischen rausgegangen. Von unserem Institut sind natürlich auch einige wissenschaftliche Mitarbeitenden eingebunden gewesen. Steht er jetzt hier vor der Tür? Da ist er jetzt verschwunden, vorhin stand da rückwärts, gebe ich ihm das extra. Die natürlich auch sich extrem hier in die Vorbereitung mit eingemischt haben und noch mit dabei sein werden. Und insgesamt, die TU freut sich, dass Sie hier sind und ich wünsche gutes Gelingen und die Eröffnungsworte liegen ja wieder bei meinem Vorredner. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte und die Info darüber, wo wir hier eigentlich sind, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, weil ich habe den nächsten Redner, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Jochen Schiewe ist schon der Nächste, da bist du, ich habe dich tatsächlich gesehen. Hast du Folien, die du aufrufen musst? Keine Folien, dann machen wir das ohne. Vielleicht kann ja das Videoteam wieder diesen Stream einbinden. Und dann, ja, übergebe ich mal dir das Wort. Lokal bist du wahrscheinlich eh bekannt und den anderen stellst du dich selber vor. Vielen Dank, Jörg. Meine Damen und Herren, liebe Foskis-Begeisterten, ich begrüße Sie alle. Ich bin nicht ganz sicher, laut Wikipedia 23. Auflage, eben bei Jörg war es die 21. Foskis, wie auch immer, schon eine ganze Reihe. Viermal, ich habe nachgesehen, Wikipedia, viermal war Berlin Austragungsort, je einmal, wir haben es eben auch schon gesehen, Österreich, Schweiz, aber bisher noch nie Hamburg. Willkommen also jetzt in Hamburg. Kleine Entschuldigung an dieser Stelle natürlich auch, auch München, Stuttgart oder Frankfurt waren bisher noch nicht Austragungsort. Die spielen immerhin in der ersten Fußball-Bundesliga. Da auch Hamburg in der kommenden Saison eine Mannschaft unverbesserliche Träume von zwei Mannschaften in der ersten Liga haben wird, besteht nun eine gewisse Logik, dass nun auch die Foskis endlich mal nach Hamburg kommen muss. Das aber auch wirklich zu Recht, denn ich behaupte einmal, dass Hamburg im Bereich Geoinformatik, GIS, erstklassig bereits ist. Ich verzichte aus Wettbewerbsgründen einmal darauf, einige Firmen zu nennen. Und auch aus dem Bereich Verwaltung möchte ich ganz exemplarisch nur nennen den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, den LGV, einem sehr aktiven, bundesweit aktiven Impulsgeber, auch für Open Data, für Open Source, und den LGV-Chef Thomas Eichhorn werden Sie auch gleich im Anschluss kennenlernen. Und schließlich gibt es die Hochschulszene. An der HafenCity-Universität, von der ich herkomme, gibt es entsprechende Studiengänge, dazu komme ich gleich nochmal. An der Universität Hamburg ist der Bezug zum Bereich GIS hauptsächlich im Bereich der Geografie anzufinden.
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich Datenvisualisierung. Naja, und über die TU haben wir eben ja schon einiges gehört, das möchte ich nicht wiederholen. Es gab tatsächlich einige Um- und Irrwege, bis wir hier über die Elbe ausgerechnet nun an die TU gekommen sind. Was hauptsächlich etwas mit Räumlichkeiten und noch mehr mit organisatorischer Unterstützung zu tun hat. Auf Details verzichte ich hier mal A aus Zeit und B aus Diplomatiegründen. Deshalb umso mehr mein herzlicher Dank an die TU, dass sie sich bereit erklärt hat, diese Tagung auszurichten und die Foskis nun endlich doch mal nach Hamburg zu holen. Und da wir gerade dabei sind, auch von meiner Seite, allerdings ohne Blumenstrauß, sorry, ein ganz großes Dankeschön an das Foskis-Team, das mit sehr großem Durchhaltevermögen, das kann ich sagen, und da spreche ich insbesondere auch Katja nochmal an, an dem Standort Hamburg festhielt und dann diese Organisation, wie erwartet, sehr professionell, sehr souverän durchgeführt hat. An dieser Stelle steht jetzt hier Klatschen. Ich habe heute tatsächlich hier drei Hüte auf. Den ersten als Hamburger kann ich jetzt hiermit absetzen, wobei das auch nicht stimmt. Laut Geburtsurkunde bin ich es nicht, wohnhaft auch nicht. Immerhin, ich arbeite in Hamburg. Der zweite Hut führt mich dann eben zu dieser Arbeit, nämlich zur Hafen City Universität Hamburg, kurz der HCU, der Kooperationspartner dieser Foskis 2024. Die HCU ist die einzige Hochschule in Hamburg und Umgebung, die universitäre Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Geodäsie und Geoinformatik anbietet, unter anderem mit einer europaweit einzigartigen Vertiefung in der Hydrographie, wo es, Sie können sich vorstellen, um die Vermessung von Gewässern, Seen und so weiter geht. Und wo es auch einen Wandel in der Ausbildung im Bereich Geoinformatik GIS in den letzten Jahren gegeben hat. Früher gab es noch viele Klickkurse, heute dagegen sehr selbstständige Nutzung von GIS, früher hauptsächlich mit ArcGIS, heute völlig freigestellt, was dann meistens dazu führt, dass QGIS verwendet wird. Ich muss wahrscheinlich auch nicht betonen, dass wir für interessante Forschungs- und Entwicklungsvorhaben immer sehr offene Ohren haben und auch in den nächsten Tagen sie hier sehr offen und sehr weit offen haben werden. Und betonen will ich auch, dass gerade die Studierenden sehr offen sind für externe Kooperationen. Tatsächlich mehr als die Hälfte aller unserer Abschlussarbeiten werden mit externen Partnern durchgeführt. Also wenn Sie da Ideen haben, kontaktieren Sie mich sehr, sehr gerne. Und nun noch, last but not least, mein dritter Hut, den ich heute hier aufhabe, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Kartografie, kurz die DGFK, die auch bei dieser Foskis als Aussteller vertreten ist. Ich bin nebenbei Präsident dieser Gesellschaft und da ja auch sozusagen von Amts wegen etwas missionarisch unterwegs. Die DGFK hat rund 1300 Mitglieder, das klingt nicht sensationell, ist aber trotzdem relativ groß, weil wir weltweit gesehen die mitgliederstärkste nationale Vertretung für Kartografinnen und Kartografen sind. Und deshalb verstehen wir uns eben auch als die Plattform für kartenbegeisterte Menschen. Das müssen jetzt nicht zwingend ausgebildete Kartografinnen und Kartografen sein, im Gegenteil, das wird immer weniger, aber Menschen aus ganz vielen anderen Disziplinen, die irgendetwas mit Karten zu tun haben oder sie vielleicht sogar nutzen oder sie vielleicht sogar herstellen, wie Sie alle in diesem Raum, das nehme ich einfach so ganz stark an. Ich möchte auch nicht leugnen, dass die DGFK, ein klassischer eingetragener Verein, auch die typischen Probleme aller Fachgesellschaften hat, wie auch von Sportvereinen und Männergesangvereinen und so weiter auch, sichtbar an sinkenden Mitgliederzahlen und steigendem Durchschnittsalter, das deutlich über dem liegt, was jetzt gerade in diesem Raum vorherrscht. Wir möchten uns deshalb auch moderner aufstellen und unser klassisches Angebot auch erweitern. Das haben wir auch schon ein bisschen getan. Es gibt einige digitale Angebote, heißen Kartocafé, heißen Kartohack, Kartoedu, die sehr gut laufen. Nebenbei, es gibt auch hier morgen um 17.20 Uhr live von der Foskis auch ein Kartohack mit Matthias Gröbe zum Thema OSM-basierte Karten mit QGIS und PostGIS erstellen. Das Wichtige an diesen Veranstaltungen ist, sie sind A, frei und B, auch frei für Nichtmitglieder. Also, es bedarf weiterer Änderungen, um so einen Verein wie die DGFK weiter voranzutreiben.
weitere Ideen, weitere Kooperationen. Und auch deshalb bin ich hier, um auch hier viele Gespräche zu führen und zu erfahren, was Sie motivieren würde, in so einen hoffentlich nicht mehr altbackenen, sondern modern aufgestellten Verein vielleicht einzutreten oder zumindest mitzumachen. Ganz konkrete Gelegenheit, morgen haben wir auch eine Session um 14.15 Uhr. Wir haben einen eigenen Stand, hatte ich erwähnt, wir haben ein eigenes Gewinnspiel. Also das sollte genügend Motivation sein, um mit uns in Kontakt zu kommen. So, liebe Foskis- und Kartografie-begeisterten Menschen, ich freue mich nun auf einen Austausch mit ganz vielen von Ihnen, die idealerweise, anders als meine drei virtuellen Hüte, die ich dargestellt habe, vielleicht ganz andere Hüte aufhaben, viel modischere Hüte, viel interessantere Hüte, manchmal wie auch Mützen. In diesem Sinne wünsche ich uns angenehme, sehr interessante Tage. Vielen Dank.